coole Dehnungsübungen kann man mit dem Sensorboard-Training umsetzen oder verbinden. Heute geht es jetzt nochmal um die Hüftbeweglichkeit und Mobilität. Und zwar versuchen wir da im Einbeinstand das freie Bein möglichst weit zum Rumpf zu ziehen, möglichst weit anhocken. Hier auch wirklich mit den Armen aktiv ranziehen. Dann lösen wir die Spannung, legen das Sprunggelenk in die Hand und dehnen die Vorderseite der Oberschenkelmuskulatur und den Hüftbeuger entsprechend auf. Ihr habt jetzt Zeit gewonnen im Grunde, weil ihr, während ihr die Dehnungsübung vollzieht, im Einbeinstand eure Koordination schult und vor allem dafür sorgt, dass ihr auch in der Dehnung eine super Körperhaltung einnehmt, weil sonst könntet ihr hier die Stabilität nicht halten.